Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zu Alone in the Dark, Grace, den Prolog dazu. Und zwar ist es eine neue Interpretation vom Kultspiel, Survival-Horror-Kultspiel Alone in the Dark aus den 90ern. Ja, das wurde hier, ist halt eine Reimitation von Alone in the Dark und kommt wohl im Oktober raus. Und, ist natürlich von THQ Nordic. Pieces Interactive, der Entwickler. Gut, ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz rein hier. Ich habe noch nichts gemacht. Mal schauen. High Dynamic Rage, keine Anzahl, kein Dings. Ach, das ist HDR, ne? Will ich nicht. Wir stellen mal um hier auf Ultra Quality. Hätte gesagt, muss ich machen, sonst kommt mein Dings nicht hinterher. Und dann haben wir dieses Hearing. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, wir spielen Grace. Das ist Grace, die Elfjährige. Okay, die hat jetzt die Maske aus diesem Scrapton gemacht, glaube ich, ne? Moment eben. So, entschuldigt. So. Okay, meine Maus ist ein bisschen schnell. Viel besser. Okay. Das ist also die Maske. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Okay, die will den Schnurrbart verpassen. Sie kann es kaum erwarten, das zu tun. Das ist schön. Ich meine, beste Arbeit, wie ich zugeben muss. Ah, okay. Aber ist kein Problem, kein Problem. Wird besser, wenn du jetzt schon anfängst. Geil. Geil, der rausspringende Clown. Das ist übrigens in den 1920ern, so wie ich weiß. Oha. Das ist abgefallen. Entschuldigung. Das war jetzt nicht meine Absicht. Oh, guck mal, die haben keine Ressourcen gespart. Wir haben Spiegelbild, das ist schön. Wäre auch gruselig, wenn nicht, weil wir können sie ja auch so sehen. Okay. Amazing Stories. Das sind ihre Malfarben dort. Ja, mit irgendwas musste man sich ja beschäftigen. 1920. Gab es mit Sicherheit sehr viel Langeweile. Was macht das so viel Krach? Obwohl, wie sich alles bewegt, wenn man drankommt. Das ist mal richtig gut. Aber die Puppen sind echt gruselig. Es tut mir leid, Mädel, aber die Puppen sind wirklich sehr gruselig. Okay. Das ist schön. Okay, wir gehen gleich raus.
denke ich, dass wir das müssen. Riesiger Globus. Bilder, ich weiß nicht, ob das von der Family ist. Angegessener Apfel. Mmh, lecker. Sieht sich an dieses Chaos an. Aber wirklich. Brauchen wir einen Schlüssel? Meine Güte, ein riesiger Flur. Das ist schön. Ja, das ist schön. War wohl wahrscheinlich nur der Wind. Sieht ja auch wie Hulle hier. Oh, habt ihr das gesehen? Geil. Wollte ich wieder verschieben. Das ist wahrscheinlich Dads Lesebrille. Oh goodness, you scared me. Gute Güte. Was mich aber erschreckt. Was machen Sie, Jeremy? Ich muss jemandem sagen, was hier vor sich geht. Ich muss es versuchen. Du bist keiner von ihnen, oder? Bitte sage es mir, Quace. Du bist kein Spion, nicht wahr? Wessen Spion? Von ihnen, den anderen. Nein, du bist zu unschuldig. Ich bin zu unschuldig. Dieser Brief muss meine Nichte erreichen. Sie würde es verstehen. Geben Sie einfach dem Sekretär, Mr. Waits. Nein, er könnte dazugehören. Was, wenn er meinen Brief verschwinden lässt? Dann sorgen Sie dafür, dass es nicht wie von Ihnen aussieht. Hier, lassen Sie mich ihm geben. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Haben Sie die Nummer nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob der Postbote es ohne Nummer weiß. Wo ist er hin? Dann werde ich ihn selbst abschicken. Okay, wir sollen den Brief jetzt abschicken, das ist schön. Ich bringe diesen Brief einfach selber zum Büro des Sekretärs nach unten. Oh, das ist eine gute Idee. Da haben wir den Schlüssel. Lobby-Schlüssel. Ja, in der Lobby waren wir. Batiste würde mich den ganzen Tag herumfahren. Vielleicht, wenn ich mir das Bein brechen würde. Okay, sie will rumgefahren werden auf diesem Rollstuhl. Ich fasse ihre Schreibmaschine besser nicht an. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Okay, dieses Knacksen ist ja unheimlich. Aber egal, wo ich drankomme, es bewegt sich einfach alles hier. Was für ein riesiges... Wie nennen sich die Dinger, diese riesigen Betten? Boxsprungbett? Oder wie nennen sie sich? Oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich habe leider keins. Wie kann es sein, dass sich in diesem Haus so viele Bücher befinden? Ich aber nicht noch keines gelesen habe oder so? Ich weiß es nicht, irgendwie. Okay. Da sind nicht bekleidete Frauen auf dem Bild. Man hat es kaum erkannt, lieber YouTube-Algorithmus. Okay. Wir sollen runter zum Sekretariat. Ist es das? Haben wir jetzt mal probiert, hier rauszugehen eigentlich? Hm. Vorhin war da ein Ausgang, ich schwöre. Irgendwie. Das ist schön. Lass sie jetzt offen. Egal wer du bist. Oh, da war Krabbelgetier. Diese Tür ist gruselig. Okay, er könnte auch mal wirklich mal richtig geputzt werden, glaube ich. Ist nicht mehr so geil hier. Okay, Cassandra sollte vorsichtiger mit den Medikamenten sein. Die Wanne ist voller Wasser. Können wir den Stöpsel ziehen? Den Stöpsel? Ich würde sehr gerne jetzt den Stöpsel ziehen, bitte. Aber irgendwie will sie das nicht. Ich habe meine Hände heute schon gewaschen. Okay, man kann die auch zweimal waschen am Tag. Ja, ja. Weiter jetzt. Eine ganze Sammlung hier.
Meine Güte, ist das Ding weit oben. War es eine fette Leiter, um da oben dann nachher später sauber zu machen. Gut, okay. Soweit haben wir alles gesehen. Das ist hier das Chaos. Das ist, glaube ich, eine Weinflasche gewesen, die da oben lag. Oh. Das ist abartig, möchte ich meinen. Okay. Okay. Es ist, ja. Es ist spät. Oder früh. Eine geile Uhr. They're so creepy. Die sind so gruselig, auf jeden Fall, ey, wenn du hier abends durchgehen musst. Und das. Oh. Oh nein, Jeremy, was haben sie getan? Was? Okay, die Uhrzeit ist direkt wieder umgesprungen. Oh. Ich habe doch gesagt, es ist creepy. Jetzt stehen die auch ganz anders. Das ist übel. Aber sie erhält jetzt tapfer den Briefumschlag weiterhin in der Hand, um diesen dann abzuschicken. Tapfer, tapfer, Mädchen. Was meinte sie damit? Was hat er getan? Echt krass. Gut, wir lassen uns nicht beirren. Wir gehen hier einfach mal runter. Es ist alles zugewachsen. Es ist ein Dschungel geworden hier. Das ist nicht mehr so normal. Bleib! Was? Bleib? Ist das dein Hund oder was? Alter! Was? Komm ich nicht runter, okay. Alles klar, dann gehe ich mal lieber wieder. Was ist das? Echt jetzt? Das ist keine so gute Idee. Achso, ich muss drücken. Ja. Ah, los, fall um. Fall doch um. Okay. Dann go. Wir gehen über den Bären darüber. Nützt ja alles nichts. Wenn da so ein anderes Getier ist, was uns fressen will. Hey, hey. Gleichgewicht halten, sehr gut. Und dann vielleicht einen kleinen Sprung, vielleicht ganz klein, ja, danke. Oh, wie viele sind das denn? Das scheint mir fast so, dass sie das öfters machen muss. Ich habe keine Ahnung. Sie hatte eine gewisse Routine. Und nicht wirklich irgendwie. Weiß ich nicht. Wir wollen ja rein. Aber wir lassen sie besser aber nicht rein. Das ist keine so gute Idee. Okay, hier ist eine Umhängetasche. Okay, diese Unordnung verblasst im Vergleich zum Foyer. Ja. Ja. Haben Sie wohl recht. Ich wollte eigentlich an die Cookies, weil habe ich mir eigentlich verdient, so einen Cookie da zu essen. Aber irgendwie... Nein. Also wirklich nicht, nein. Okay, ein bisschen Nachtmusik, ja. Nice.
Okay, wir sind ja auch schon da hier bei der Briefabgabe. Mir fehlen auch wieder Schlüssel. Ich habe aber fast die Vermutung, dass wir da sowieso nicht mehr reinkommen. Okay. Mr. Waits, hello? Ja, hallo, Mr. Waits. Ups. Letzte Nacht habe ich geträumt, mein Onkel, keine Ahnung, es ging so schnell. Das Haus sah anders aus, aber es hieß immer noch Quetung. Zweifellos ein seltsamer Ort. Fühlt sich an, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Verschwenden wir keine Zeit, Detective. Sie haben recht. Finden wir Ihren Onkel. Ist sie das Mädchen gewesen? Grace? Ja, Alone in the Dark. Kann man jetzt... Nein, vorbestellen kann man das... Also das ja, aber... ist Grace eben nicht. Hallo? Okay, ist egal. Ja, das war der Prolog dazu. Ging nicht lange. War ein kleiner Prolog. Aber so ist das eben. Hat mir schon mal gefallen, was ich gesehen habe. Hab's auch natürlich schon auf der Wunschliste. Wie gesagt, Oktober ist es dann wohl soweit. Und dann kommt das Spiel auch raus. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.